So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal hatten wir einen nicht so schönen One. Ich bin am überlegen. Da haben wir einen Greedier Mode schon gemacht, ne? Ob wir es einfach nochmal probieren? Und ich mal die kompletten Devs absuche? Die kompletten Devs absuche, ob da jetzt eine neue Tür ist? Ich hänge mich so ein bisschen in dieser Tür fest. Ich weiß, dass das... was ist das denn? Watch your back. Okay. Boah, es ist gerade super laut. Ist das mein PC? Ah ja, moin. Okay. Hat bei euch nichts verändert? Nur bei mir. Hat es gerade echt böse gedröhnt. Ja, ich würde einfach sagen, wir probieren es nochmal. Schön schnell durchkommen bis Hasch. Ich würde wirklich gerne mal versuchen, Delirium zu besiegen. So, Delirium haben wir halt noch nie. Wir haben es einmal haben wir Delirium gesehen. Und zwar, da habe ich den Part Enter the Void oder so genannt. Als es ein Rerun war. Also, wenn man einen Run hat, kann man ja praktisch einen Rerun starten. Mit den Sachen, die man schon hatte. So, und dann kann man einfach durchrasieren. Und in diesem One zählt aber halt natürlich der Erfolg nicht mehr. Und in diesem One habe ich dann mal Delirium besiegt. So ist es aber halt, ne? Nicht das, was man sucht. So, und es ist eine schöne XL-Ebene. Das heißt, damit können wir schon mal sehr gut starten. Ich weiß natürlich schon mal nicht, was dieses erste Item anfangen. Was ich damit anweise, was das ist. Keine Ahnung. Damit kann ich eher was anfangen. Das ist ein HP-Up. Und zwar ein gutes HP-Up. Gleichzeitig werde ich allerdings etwas langsamer. Aber der nächste Vorteil ist, ich mache damit Steine und alles Mögliche kaputt. Ich kann jetzt hier... Oh. Oh, macht es nicht normalerweise auch dann, dass man so stompy ist? Geht es nicht, wenn ich fliegen... Oh, natürlich geht es nicht, wenn ich fliege. Ah, das ist natürlich doof jetzt. Ja gut, dann ist der halbe Vorteil weg. Aber dann haben wir hier schön Herzen für Devil Deals, falls welche kommen sollten. Und wir können ja gleich, das ist ja das Schöne, dadurch, dass wir... Oha, okay, cool. Dadurch, dass wir ja praktisch jetzt schon spielen... das ist nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte es sagen, dadurch, dass wir jetzt schon... Dadurch, dass wir jetzt schon in der XL-Ebene sind, kriegen wir jetzt schon einen Deal. Deswegen ist es gut, wenn wir jetzt schon... Entschuldigung. Herzen haben. So, das wollte ich sagen. Bitte kein HP down. Gut, dann gehen wir den Weg halt einfach nochmal. Das ist gar kein Problem. Wir gehen den Weg einfach doppelt. Wir gehen den Weg einfach doppelt. Wir haben ja Zeit. Wir wollen ja nicht zu einem Boss-Rush oder so. So, The Fool. Oha, okay, cool. Es geht hier nicht mal weit. Okay, aber da ist jetzt... Das ist auch wieder interessant. Ach, ey. Bin ich da jetzt echt reingerannt? Mein Gott, ey. Ja, cool, eine Batterie. Dann ist der Boss ganz one, aber wirklich komplett one. Das, wie ist das denn aufgeht? Das ist ja richtig... Das ist richtig merkwürdig aufgebaut mit diesem... Mit dieser Matrix da unten. Dieser 2x4 Matrix. Yo, lass mich in Ruhe. Hier ist auch kein Boss. Hier ist jetzt aber der Shop. Dann gehen wir da kurz rein. Vielleicht gibt es ein 7er Item. Es gibt kein 7er Item. Dann gehen wir wieder raus. Ja, zum Glück sind die nicht sofort zum Reinrennen. Mein Gott, hier ist es. Hallo, nie heißen. LOL! Der erste Weg nach oben wäre einfach direkt der Boss gewesen. Das ist auch mal interessant. Das ist mal sehr interessant aufgebaut. Muss ich so sagen. Aber dafür haben wir, wie gesagt, gleich zwei Ebenen mit einem Schlag weg. Das ist okay. Das war eine recht kleine XL-Ebene. Das ist ganz gut so. Nice. Okay, du wieder. Jo, alles klar. Was war das denn für eine Attacke? Das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn man ihr nicht so nahe kommen kann.
kann, weil sie dann gleich, ja, hier so einen Blödsinn macht. Das ist immer ein bisschen... Ah, merkwürdig. Ja, ich will aber eigentlich ja schnell vorankommen. Aber ich traue mich nicht an sie ran, ey. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh, nee. Wow, okay. Aber an sich, sie trifft halt nicht. Also ich treffe sie zwar auch nicht so auf die Art und Weise. Aha, jetzt geht sie schon wieder ab. Ist ja gut, Mädel. Falls du ein Mädel bist. Ah, jetzt macht die schon wieder Blödsinn. Lass das. Ist ja gut. Jo! Das war wieder blöd. Nein, oh nee. Yo, holy moly. Können wir. Nein, ich hab's verpeilt. Nein, ah, ich hab's wieder verpeilt. Ich stell mich an wie der erste Mensch. Nö! Ich will halt nicht noch mehr getroffen werden. Können wir es jetzt? Okay, danke. Mein Gott. Oh, es gibt sogar. Ach nee, Quatsch. Passt schon. Ah, noch ein HP-Up ist natürlich auch eine nice Geschichte. So, jetzt haben wir 3 Herzen zum Dealen. Und ein Dings. Was ist denn das? Habe ich schon mal gesehen. Das ist aber, glaube ich, ein Repentance. Ich habe es schon mal gesehen. Ich habe es auch, glaube ich, sogar schon mal nachgeguckt. Kann es mir nur nicht merken. Sulfur. Upon use, grants use of Brimstone for the current room. Ah, das nützt mir überhaupt nichts. Ich habe ja auch so Brimstone. Nee, das kaufen wir nicht für ein Herz. Doof, dass ich jetzt da reingelaufen bin, aber was soll's. Ne, was soll's. Okay, weiter im Programm. Diesmal keine XL-Ebene. Aber wir sind ganz gut in der Zeit. Aber ich bin leider wieder nicht gut im Kämpfen. Völlig unnötiger Treffer. Völlig unnötiger Treffer. Was soll's. Das ist jetzt halt auch wieder... Okay, ich mach erstmal dich weg. Und dich. Und dich. Und dich. So. Und jetzt noch den Kollegen hier. Gut. Hier unten geht's weiter. So, Shopbesuch wäre jetzt tatsächlich auch sinnvoll. Könnte man mal angehen. Security kann man einfach einsetzen. Weil ich The Fool weiterhin mitnehmen würde. Gibt ein Soul-Herz dazu. Okay, Soul-Herz sagen ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen... Bisschen dumm. Komisch. Weil... Es ist ein Soul-Heart oder halt ein Seelenherz. Aber Soul-Herz ist so... Ach, geh wir heim. Ja, da ist es schon wieder weg, das Soul-Herz. Heart. Oh. Ja, lass mich reden, wie ich rede. Ich rede eh einfach drauf los. Das ändert sich nicht. So, noch eine Karte. The Devil. Ich könnte mal für den Boss einsetzen. Sollte ich rechtzeitig dran denken. Ja, gut. Ich weiß, jetzt würde jeder sagen, wenn du auf Bossrush gehst, dann such doch jetzt nicht erst noch den Geheimraum. Geheimraum, den Itemraum, aber nö. So viel Zeit muss sein. Ich bin noch nicht mal ansatzweise ausgerüstet genug, um einfach durchzuwaschen. Von daher muss ich schon die Räume mir angucken. Und ich will ja sowieso auch mir Devs komplett anschauen. Wirklich jeden Raum kontrollieren, ob da jetzt vielleicht irgendeine neue Tür ist, weil mich das nach wie vor irritiert mit dieser Tür. Oh mein Gott, Wafer einfach. Oh mein Gott, wir kriegen einfach Wafer. Was ist das denn? Das ist gut. Das ist extrem gut. Gib mir das. So, jetzt aber Abflug. Jetzt aber wirklich Abflug.
passt schon zeitlich. Zeitlich ist alles okay. Devil war. Ach ja, komm schon. Keine Zeit, die Karte zurückzuholen. Dauert mir alles zu lang. Engelrau, oh, das war jetzt Glück, dass der kam. Hätte auch anders laufen können, ne? Die Bibel. Nehmen wir mit. Macht den Kampf bei Mom natürlich etwas fixer. Nützt mir zwar vom Fliegen her nichts, aber ne, es beendet mir halt den Mom-Kampf sofort. Und dann nehmen wir noch ein schwarzes Herz mit. Jetzt bin ich schon besserer Dinge. Sehr schöne Sache. Macht vor allem auch den Herzkampf fit, flott, was ja dann, also in Richtung Hasch, denke ich, kommen wir jetzt schon ganz gut hin. Ich muss halt schauen, dass ich meine Energie behalte, aber diesmal werde ich auch nicht versehentlich ins Mausoleum rennen. Das heißt versehentlich, ne? Diesmal wird es keinen anderen Weg geben. Und wir haben jetzt hier in diesem Raum direkt Itemraum und Shop in einem. Finde ich gut. Wenn wir jetzt hier endlich mal, ich traue mich halt immer nicht so nah ran, weil die halt explodieren. Und gleichzeitig noch Tränen versprühen. Das ist nicht so geil. Ja, genau so. Okay. Schlüssel ist noch gedroppt. Nehmen wir mit. Einmal hier. Jawohl. Infestation Shot. Einmal hier. Jawohl. Infestation Shot macht schon sein Ding. Sobald ich Gegner besiege, kommen Spinnies raus. Schöne Geschichte. Sehr schöne Geschichte. So, kurz Steine gucken, alles gut. Jetzt würde ich mich tatsächlich aber ganz kurz einmal noch... Ich weiß, das kostet jetzt etwas Zeit, aber wir haben gerade schon das Glück gehabt, dass aus so einem Poop-Ding ein schwarzes Herz kam. Ich würde ganz gerne... Okay, dann nicht. Es einmal probiert haben. So, jetzt ab zum Boss. Jetzt geht's nur noch direkt zum Boss. The Sun. Okay, dann nehmen wir eher The Sun mit als The Fool. Die Wahl meiner Karte hat sich soeben rabiat geändert. Wow. Ah, dass ich mich jetzt nicht so rantraue, ist immer dumm. Komm, jetzt hier, zack, weg mit dir. Gott, und weg mit dir. Sehr schön. Und weg mit dir. Ah, das war der blöde Treffer. Der war unnötig, aber was soll's. Nach oben. Nach oben geht's auf jeden Fall schon mal weiter. Wo muss ich denn hin? Ach, da. Ach, zwei Pin, okay. Gut. Prima. Okay, hier geht's auch noch weiter. Das ist gut. Weg mit euch. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, okay. Weg mit euch. Sehr schön. Schlüssel. Ab dafür. Nein, hier geht's nicht weiter. Das ist schon wieder dumm. Ach, und dann auch noch treffen lassen in dem Raum, wo es nicht weitergeht. Das ist schon mal richtig dumm. Doppelt. Ach komm. Doppelt dumm. Aber richtig doppelt dumm. So, dann geht's hier weiter. Ja, hier geht's. Oh mein Gott, das ist schon wieder so ein langer Raum. Ich will keine langen Räume spielen. In Ruhe, langer Raum. Mhm. Okay. Waren jetzt eigentlich nicht die... Aber wie viele Eckenräume gibt es denn hier in dieser Ebene? Wow. So, das können wir jetzt hier aber ganz easy machen. Weil die kommen nicht an mich ran. Ich weiß nicht, ob der Schwarze explodieren kann. Ich würde es gerne nicht ausprobieren wollen. Sondern den etwas auf Abstand halten. Ja, ja, genau deswegen nämlich. Okay, hier ist dann aber zumindest der Boss. Okay, 12 Minuten, wir kommen nach 12 Minuten in The Depths. Na, ist in Ordnung. Erstmal den besiegen noch hier, den Kollegen. Kugel müssen wir gleich mal wegmachen, so. Nein! Na komm. Na komm. Mein Abflug.
schönes HP ab, sehr gut. Wichtig und richtig, weiter geht's. Okay, wir sind in Necropolis, es ist jetzt nicht Devs, aber ich hoffe mal, dass es trotzdem dann hier auch entsprechend diese Sachen geben wird. Ich meine, es heißt Appears in the Dev, ne? Diese Tür ist Appeared in the Devs. Ich weiß nicht, ob das dann auf Necropolis auch zutrifft. I don't know. Vielleicht wäre schlauer, wir gehen einfach wirklich Richtung Delirium und schauen jetzt nicht nach dieser komischen Tür. Vielleicht wäre das schlauer. Ich bin da etwas skeptisch gerade. Bin da gerade etwas sehr skeptisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich hab's befürchtet, dass der mich noch trifft. Ich hab kein einziges schwarzes Herz mehr. Kann man denn so schnell seinen Kram verlieren, ey? Nee. Kommst weiter mit. Ah ja. Okay, Vorsicht, nicht in die roten Haufen rein, ansonsten ist alles gut. Solange wir nicht in die roten Haufen gehen, ist alles cool. Sehr schön. Na, das war jetzt nicht so cool. Der muss erst aufgehen. Och nein, dann trifft der mich auch noch, der Blöde. Geh auf jetzt. Hasse dich. Ich bin zu... Wenn die ersten Hits da sind, dann wird man zu unkonzentriert, weil man dann so ein bisschen auf diesen... Jetzt habe ich eh keine Lust mehr, Modus wechselt. Das ist ein bisschen blöd. Na, weil... Ach, ja, keine Ahnung. Itemraum. Autumn Mushroom ist gut. Also jetzt sind wir auf normalen HP unterwegs und gar nicht mehr auf den Herzen, wie man es normalerweise hier gewohnt ist in dieser Geschichte, wenn man mit ihm loslegt. Aber es ist okay. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Habe ich wirklich überhaupt nichts dagegen. Boss... Wie viel Zeit habe ich noch? 15. Gefunden. Lokis. Na, das war doch immerhin recht. Fix ich ran! Ey, der Hit war wieder unnötig, ne? Mein Gott. Okay, die Ebene ist nicht groß. Wir gucken ganz kurz durch, ob wir noch irgendwas Neues sehen. Irgendeine Tür. Was weiß ich. Ich weiß nicht, vielleicht taucht ja irgendwie wie so ein Spiegel plötzlich so eine Tür auf. Keine Ahnung. Kann ja alles möglich sein. Junge, 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 Junge. Ich lasse mich wieder von allem treffen. Ist das traurig. Also ich glaub's nicht, aber wie gesagt, ich gehe jetzt ganz kurz einmal durch. Warum nicht? Zeit habe ich schon. Die Zeit habe ich schon. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass da oben noch irgendwas ist. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe Bomben liegen lassen. Alter. Okay. Das ist auch ein interessanter Raum gewesen. Über den würde ich mich normalerweise freuen, aber jetzt in dem Fall ist es halt so, ja, ich habe eh schon genug Schlüssel. Aber gut. So, wird ein bisschen knapp jetzt, ne? Wobei, achso, ich will ja... Na, ich denke immer so, ich muss den Boss verschaffen. Muss ich ja nicht. Ich muss ja Hasch in 30 Minuten erreichen. Nicht den Bosswasch muss ich erreichen, sondern Hasch. Darum geht's ja. Okay, aber stimmt, an sich brauchen wir die Schlüssel für die ganzen Sachen, die es man bei Hasch noch gibt. Ja. Ich hab nichts. Okay, wir brauchen auch hierfür die Schlüssel. Oh, jetzt... Oh, das wird jetzt kritisch. Die Zeit muss ich mir jetzt nehmen. Ja, mal ganz fix donaten.
dass er mir was Brauchbares gibt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe keine Zeit. Okay. Okay. Was habe ich jetzt? Wait, wait, wait. Ah, okay, so wechsle ich durch. Gut, passt schon. Wait, what's that? What's this? Das ist die Tür. Das ist die ominöse Tür. Okay. Okay. Kommando zurück. Wir untersuchen diese ominöse Tür. Die ist jetzt in Necropolis 2 als in dem Fall aufgetaucht. Okay, alles klar. Die wird hoffentlich nichts mit dem Bossrush zu tun haben, von wegen 20 Sekunden, Minuten oder so. Okay, wie kriege ich die auf? Ich muss jetzt die Ebene untersuchen. Ich muss jetzt die Ebene untersuchen und rausfinden, wie diese Tür aufgeht. Das ist die ominöse Tür. Okay, okay, wir haben die ominöse Tür gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Dann war es wahrscheinlich einfach wirklich ein Fehler, letztes Mal in Mausoleum zu gehen. Was dann in Johanna sogar geworden ist, also ja. Okay, dann muss ich mir jetzt die Zeit nehmen. Welche Karte habe ich jetzt überschrieben? Okay, passt. Okay, also vielleicht finden wir irgendwas, was darauf hindeutet, wie wir... Ach. Ach so, der... Ich bin dumm, den Raum muss ich gar nicht... Den Raum kann ich gar nicht spielen eigentlich. Oh, nee. Das war richtig dämlich. Vielleicht finden wir irgendwas, was darauf hindeutet, was ich tun muss, um diese Tür zu öffnen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe bisher keine Ahnung. Wir werden einfach mal alles Mögliche in diesem, in dieser Ebene ausprobieren. Vielleicht gibt es irgendwie neue Schalter oder so. Keine Ahnung, ne? Wie bei der Mine. Aber das ist auf jeden Fall jetzt ein neuer Ansatz. Diese Tür habe ich so noch nie gesehen. Den Boss besiegen kann es nicht sein, weil wenn man Mann besiegt, kommt man ja nicht mehr zurück. Für gewöhnlich. Oder in dem Fall vielleicht schon, wenn es nicht... In dem Fall komme ich, glaube ich, schon zurück von Ma. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir gucken erst alle Räume durch. Wir gucken erst alle Räume durch. Wir gucken erst alle Räume durch. Oh, das wollte ich nicht. Okay. Ach, unnötiger Treffer. Die Frage ist halt, was muss man tun, dass dieses Ding aufgeht, ne? Das ist die goldene große Frage. Das ist die große goldene Frage. Hier ist nichts weiter, ne? Nee, okay. Ha. Oh nee, ich hasse diese Dinger. Aber dadurch werden jetzt hier recht viele Fliegen draus. Das ist, Spinnen draus. Das ist eigentlich auch ganz cool. Mit dem Infestation Shot. Hat was. Okay, das Verdopplungsding gibt's hier. Merken. Oh, lol. Da wollte ich nicht rein. Hier ist der Boss. Wir haben aber noch einen Raum ausgelassen. Den muss ich mir dann jetzt auch noch angucken. Okay, hier geht's immer noch weiter. Okay, hier geht's immer noch. Oh mein Gott. Ganz kritischer Raum. Ja, ganz kritischer Raum. Er hier hilft den anderen, aber jetzt nicht mehr. Okay, also das war jetzt raumtechnisch, war es das jetzt. Ich hoffe, wenn ich alle Räume geklärt habe, dass ich jetzt irgendwas zu der Tür rausfinde. Ansonsten werde ich mal versuchen, sie zu sprengen oder keine Ahnung. Na, bin jetzt etwas aufgeschmissen. Was ich tun muss, um in die Tür zu kommen. Ich meine, ich kann auch noch, ich habe ja The Fool dabei. Kann auch noch hier den Stachelraum mitnehmen.
Dann bin ich wieder hier. So, wie komme ich jetzt da rein? Mach auf. Wie kriege ich dich auf, Kollege? Was bist du und wie kriege ich dich auf? Da ist die Tür. Da ist die neue Tür. Und ich weiß nicht, wie sie aufgeht. Ich kann die Geheimräume noch absuchen. Wird es wohl auch nicht sein. Mein Gott. Mein Gott! Ja, Lucky Walk ist vielleicht besser. Weiß nicht. Na gut, gehen wir mal zu Mom und gucken, was passiert. Aber das Ding ist halt, genau, ne? Ich kann nicht mehr. Nach dem Marmkampf gibt es keinen Rückweg mehr. Also ich habe die Tür gesehen. Leider hilft sie mir noch nichts. Dann probieren wir weiterhin zu Delirium zu kommen. Die Tür hat mit Delirium ja nichts zu tun. Okay, wir haben die Tür gesehen. Wir wissen, wo sie ist. Entweder man muss sie noch schneller erreichen. Das ist irgendwie noch schneller, so, keine Ahnung. Nach 10 Minuten muss man dort sein und dann geht die Tür auf. Wäre denkbar. Ich weiß es nicht. Nein, das wollte ich nicht. Aber, wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin komplett aufgeschmissen. So, jetzt müssen wir uns schicken. So schickt man sich übrigens nicht! Holy shit. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir uns schicken. Dass wir hier nur in 30 Minuten... Also bis in 30 Minuten... zum Herzen kommen. Wenn wir beim Herzen sind, ist alles cool. Und wir müssen erst hinkommen. Gute ist, wir haben nach wie vor Wafer. Bedeutet, wir machen nur halben Herzschaden. Unser Kollege wird auch immer erwachsener. Ist auch gut. Wenn ich jetzt schnell zum Boss komme, das ist nicht der Boss. Cool, okay. Ja, komm. So weit war der Weg jetzt ja nicht. Das kann man nochmal ablaufen. Wir haben ja noch 4 Minuten. Ist das alles gut? Ist alles gut. Durch meine Spinnen mache ich auch recht viel. Da liegt was. Haralas. Haralas können wir einsetzen, wenn irgendwo mal recht viele von den Knubbeln sind, die im Boden sind. Oh nee, ja, wobei, guter Raum wegen den Spinnen. Das generiert mir jetzt richtig viele Spinnen erstmal. Das ist schon eine coole Sache. Komm, wir setzen Haralas hier ein. Da sind recht viele von den Knubbeln. Und die Steine geben jetzt auch Münzen. Weil ich den Lucky Rock dabei habe. Okay, der Weg war komplett umsonst. Ich hätte mich mit The Fool also sogar näher an den Boss teleportiert vorhin. Naja. Was soll's, ne? Mehr Spinnen generieren? Bin ich dafür. Es dauert jetzt wieder 3 Jahre, bis dieser Boss kommt. Der Raum hier dauert auch 3 Jahre. Kein Fan von diesem Raum.
Besten wäre es wahrscheinlich, ich spreng mich einfach durch, ne? Oh, jetzt schießt er auch schon. Er wird auch immer älter. Finde ich gut. Nee, nicht. Kannst du doch nicht von sowas treffen, du Pflaume. Machen wir mal kaputt, ganz schnell. Vielleicht kriegen wir noch ein Herz raus. Nein, aber dann frisst er hier die Münzen. Dass er groß und stark wird. Okay. Komm, mach deine Hand. Mach deine andere Hand. Noch eine Hand. Nein, okay. Ah, sehr schön. Dann können wir noch ganz kurz hier hoffen, dass was Cooles da ist. Noch was zum Aufladen. Eigentlich haben wir nicht die Zeit für so einen Quatsch jetzt hier. Aber vielleicht liegt was Cooles mit rum. Card Against Humanity. Nee. Dafür haben wir nicht die Zeit. Aber ich kann sie mitnehmen, stimmt. Ich kann sie mitnehmen. Ich hab ja. Alles gut. Alles gut. Hauptsache, ich habe das Sand immer noch dabei. So, jetzt muss ich hier aber schnell durch. Menschenskinner. Wir schaffen es nicht. Wir sind zu langsam. Ich muss mich gleich komplett durchbomben durch den zweiten Teil. Mist. Doch wieder zu knapp geworden. Ist ärgerlich. Ich kann es nicht ändern. Noch ein HP ab, das ist okay. Aber es ist ärgerlich, wir werden es nicht schaffen. Außer wir haben jetzt mega Glück. Nein, hier geht's nicht weiter. Alles ist furchtbar. Ah, warte. Hab ich nochmal? Nee, ich hab keinen Defool mehr. Okay, das Herz nehme ich mir kurz. Es wird nichts. Dafür müsste ich jetzt brutales Glück haben und sofort zum Boss kommen. Nein, hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Nein, so close. Oh Mann. Es war so knapp. Ach, ist das ärgerlich. Oh, es war so knapp. Naja, dann kann ich jetzt auch hier in Ruhe angehen. Na, dann halt nicht. Es war so knapp, ne? Wait, der Void ist einfach hier. Hä? Wieso ist Void hier? Okay, cool. Ich dachte, ich muss erst Delirium. Ich dachte, ich muss erst The Hush. Ich komme auch so jetzt in The Void rein? What? Kann mir jemand erklären, warum ich jetzt in The Void rein darf? Ich dachte, ich muss dafür erst Hush. Yo, sick, wir können gegen Delirium kämpfen gleich. Wir sind zum ersten Mal jetzt richtig in The Void. Ja, das eine Mal waren wir ja nur mit OP sozusagen in The Void. In unserem Rerun. Jetzt sind wir zum ersten Mal richtig in The Void. Das ist mein erster The Void Run. Yo. Oh mein Gott. That escalated quickly, würde ich sagen. Aber dann kann ich mir jetzt auch Zeit lassen. Jetzt sind wir ja hier. Oh mein Gott. Ich dachte, man muss erst Hush. Und dann geht's nach... Es geht auch so in The Void, oder was? Nach dem Herzen jetzt immer. Wenn man einmal Hush besiegt hat, geht's in The Void oder so. Und man muss nur... Oh, das kann sein. Keine Ahnung. Jo, ich hab das nicht gewusst. Ich dachte, man muss, ja, wieder was gelernt, ne?
Dann ist es umso geiler, dass wir Wafer dabei haben. Dann spreng ich jetzt hier auch mal alles. Ah ne, ich habe ja nur, ich habe nur 5 Bomben. Wieso habe ich nur, hatte ich nicht mal mehr Bomben? Wo sind meine Bombs hin? Man weiß es nicht. Egal. Ich weiß gar nicht, was es alles in The Void so gibt. Also es gibt glaube ich, mehrere Bossräume. Aber wenn man Pech hat oder Glück hat, je nachdem, wie man das sieht, ist einer davon direkt, Delirium. Okay, der ist nicht Delirium. Aber man kann praktisch nicht sehen, welcher Delirium ist. So, du hast, glaube ich, so mehrere praktisch dann eben nicht Delirium-Bossräume, wie jetzt den hier. Aber ich könnte auch praktisch in Delirium reinlaufen, wenn ich Pech habe. So habe ich es verstanden bisher. Keine Ahnung. Ob das richtig oder falsch ist. Hey, ein Glück habe ich das Sun noch dabei. Das ist schon gerade eine sehr gute Karte. Ah, man kriegt aber dann noch einmal zusätzlich... Jo, man kriegt auch noch mal zusätzlich Items. Das heißt, du willst im Prinzip... Ups, Ulrot. Du willst im Prinzip nicht in den Delirium-Kampf reinlaufen, sondern du willst erst die Items holen. Ich verstehe. Also ist es Glück, wenn man die anderen Bosse zieht. Und nicht Pech. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Also wenn wir hoffen, dass wir, was? Oh, ich schieße Raketen jetzt. Ach, das habe ich eingesammelt. Hä? Ah, wenn ich laufe, schieße ich Raketen. Okay, verstanden. Das kannte ich noch gar nicht so. Plötzlich schieße ich einfach Raketen. Oh, der Jawbreaker. Bleib mal beim Stein. Und da haben wir noch The Moon. Okay, können wir gleich mal einsetzen. Dann können wir die andere Karte kann eigentlich weg. Brauche die Karte Against Humanity brauche ich hierfür eigentlich nicht. Mega Farts. Nee, das lassen wir mal so. Jo, er wird auch immer erwachsener. Coole Sache. Ich setze einfach mal The Moon ein und guck, wo ich rauskomme. Ob es überhaupt einen Geheimraum gibt. Es gibt hier einen Geheimraum. Interessant. Ah, ich habe wieder nicht nachgedacht. Ich wollte die eigentlich nur... Hä? Ich wollte die nur legen, die Bombe. Kann ich die jetzt nicht mehr legen? Doch. Darf ich dabei nicht bewegen. Okay. Interesting. Yo, gebt euch, wie riesig The Void ist. Na, das ist schon eine riesige Map. Das muss man auch mal dazu sagen. Was zum... Mein Gott. Ich bin gerade leicht erschrocken. Einfach mal Jumpscares hier eingebaut. Alles klar. Yo. Nur auf Klaps, okay. Und erstmal. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, zum Glück bin ich zurückgegangen. Das habe ich gar nicht realisiert. Gib mir mein Capricorn. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Jo, der Run geht in eine komplett andere Richtung, als ich dachte. Also ich hatte zwar als Ziel, in The Void zu kommen, aber ich dachte halt so, okay, der Run wird halt wieder bei Hush enden. Aber wir kommen, wir sind in The Void. Welcome to The Void. Oh Gott, furchtbarer Raum, furchtbarer Raum, furchtbarer Raum, furchtbarer Raum. Nicht mehr so furchtbarer Raum. Gar kein furchtbarer Raum mehr. Und wo ist der nächste Bossraum? Das gibt's doch nicht. Wie groß ist dieses Ding? Ist ja größer als Alex L-Ebenen zusammen. Hilfe. Sehr gut, Herzen sind wichtig und richtig. Okay. Einfach eine Darkroom-Raum. Zum Glück keine schwierigen Gegner, aber auch das kann hier also passieren. Und du wirst hier mit jeder Art von Raum einfach konfrontiert wieder. Sick. Okay, jetzt hier sind zwei Bosse. Einer davon könnte halt schon Delirium sein. Wenn ich Pech habe, laufe ich in Delirium rein. Wenn ich Glück habe, einen neuen Boss. Okay.
Der ist sehr gut, der ist sehr angenehm. Weil wenn wir hier gleich ein paar Spinnen generiert haben, erlegt die alles für uns automatisch. Ah, dies nehme ich aber lieber nicht mit. Das macht komische Sachen mit mir. Immer noch kein Delirium. Mama Gürdi. Aber auch der Boss ist angenehm. Vor allem, wenn man fliegen kann. Ja. Und wir haben halt immer noch Wafer, so das muss man immer noch dazu sagen. Alles, jeder Treffer, den wir eigentlich machen würden, wäre wahrscheinlich normalerweise ein ganzes Herz. Und in dem Fall ist es einfach nicht ein ganzes Herz, sondern halt ein halbes Herz. Also Wafer auch sehr, sehr gut für diesen One hier. Insane gut. Okay, gehen wir mal da nach oben weiter. Da war ja auch noch ein Weg. Den haben wir noch gar nicht uns angeguckt. Okay. Pumpfriend, du darfst da auch noch dich hier beteiligen. Sehr gerne. Gönn dir deine Münzen. Vor allem jetzt streiten die sich einfach. Jetzt streiten die sich einfach um die Münzen. Das ist auch interessant. Nein, das brauchen wir nicht. Das ist auch interessant. Wait, wenn ich hier jetzt sprenge, dann kommen da überall Münzen raus. Und dann können sie sich zoffen, wer welche Münzen kriegt. Ah, okay. Er ist schneller. Er das ist auch lustig. Er ist einfach schneller. Okay, hier. Mehr Münzen für euch. Oder kommen die nicht hin? Ah, dann hole ich mir die Münzen. Meine Münzen. So. Okay, das war ein kurzer Raum. Noch ein Bossraum. Langsam wird es wahrscheinlich so passieren, dass wir auf Dings treffen werden, aber mal gucken. Jo, da ist Delirium. Er startet einfach mit dem Viech, alles klar. Also er kann jede Bossart annehmen. Jetzt in Repentance hat er natürlich nochmal mehr Bossarten, die er Aua annehmen kann. Ich dachte, ich probier's mal. Wenn er gerade das Herz wird, dachte ich, ich probier mal die Bibel. Das war leider... Oh mein Gott. Jo. Alles klar. In Ordnung. Ich wollte die Augen eigentlich kurz erledigen. Denn die stören mich. Dankeschön. Wir machen ziemlich wenig Schaden, wenn ich das mal bemerken darf. Oh mein Gott. Aua. Eieiei, aber wir droppen auch konstant immer Herzen durch unsere Viecher. Das ist ganz gut. Oh nee, schon wieder die Dinger. Die spawnt ja also auch die ganze Zeit. Das ist nicht so schön. Wo ist er denn überhaupt gerade? Ich sehe immer nur... Jetzt war der Fuß. Oh mein Gott! Alter, er ist überall und nirgends. Holy moly. Herz. Danke. Ich bin leider ein bisschen langsam, also mein Speed ist nicht so geil. Ich komme halt nie an ihn ran. Um an ihn ranzukommen, muss ich... Wow! Langsam muss ich die Karte einsetzen. Jetzt zeigt sich Delirium mal richtig. Setz mal lieber jetzt die Karte ein. Ich bin ein bisschen unsicher. Nicht, dass ich plötzlich einen Doppelschaden nehme. Ja, da wäre es nämlich schon vorbei gewesen. So schnell kann es nämlich auch schon gehen. Oh Gott, ey. Hat wieder ein Herz rum. Sehr praktisch. Alter, stellt euch vor, das wären alles richtige Treffer. Also im Sinne von, wir hätten keinen Wafer. Ich meine, ich bin auch so nicht sonderlich gut ausgerüstet für den Delirium-Kampf. Möchte ich mal betonen. Ich
Alter. Jo, was, was? Was tust du? Was machst du mit mir, du komisches Vieh? Holy shit. Alter. Versuche jetzt mal Raketen reinzuschicken. Ich glaube, es ist effektiver. Wenn ich treffen würde. Nee. Alter, Alter, Alter! Taucht einfach unten auf. Mal oben und mal überall. Alter, das ist ja insane. Alter. Sind das gewollte Grafikbugs oder was ist das? Holy shit. Das waren jetzt mal ein paar gute Treffer zwischendurch. Yo, Alter. Alter, ich renne einfach in ihn rein. Okay. Das wollte ich. Okay. Ich wäre einfach längst tot. Ich wäre eigentlich wäre ich längst tot. Er droppt einfach eine Bombe. Ist er wieder da oben? Ah, nee. Eigentlich könnte ich die Viecher einfach Schaden machen lassen und warten. Ich könnte einfach nur ausweichen. Ich glaube, das versuchen wir jetzt mal. Ich mache nur Schaden, wenn ich in der Nähe bin, so wie jetzt. Ich renne nicht extra hin. Das machen schon die anderen. Und wenn er zu mir springt, dann mache ich Schaden. Oder wenn er so direkt auftaucht einfach. Und das war nicht so gut. Oh, es war vielleicht doch so gut. Ja, das hat gerade gut Schaden gemacht. Aber langsam sind wir bei 1,5 Herzen. Das ist nicht so gut. Oh Gott. Ja, nicht gut, 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 nicht gut. Halbes Herz. Okay, ciao. Okay, das war mal ein erster Delirium-Versuch. Wir haben zwei Sachen in diesem Part gelernt. Erstens, scheinbar, wenn man Hasch besiegt hat, kommt man auch nach Delirium. Also, nach The Void. Zweitens, die Tür ist tatsächlich aufgetaucht. Aber ich krieg sie nicht auf. Ich weiß nicht, wie sie aufgeht. Was muss ich dafür tun? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, was das für eine Tür ist und wie man die aufkriegt. Aber dann würde ich tatsächlich versuchen, nächstes Mal nochmal mit Azazel Richtung Delirium zu... ja, doch, genau. Richtung Delirium zu gehen. Dann auch nicht zwingend jetzt in Richtung Boss Rush und Hush, weil das ja dann theoretisch nicht notwendig ist. Es wäre zwar gut wegen Items, sich da nochmal auszurüsten, aber je nachdem, wie weit wir halt dann schon sind, wenn wir in Wurms sind, oder in Utero oder was auch immer, dass wir dann mal gucken. Ja, das wäre der Plan. Danke fürs Zuschauen und tschüss.